Hallo, ihr Lieben, wir müssen in vielen Situationen in unserem Alltag etwas bezahlen. Ob im Café, im Supermarkt, ob online oder bei einer Überweisung oder bei Angeboten im Kaufhaus, das ist wichtiger Wortschatz für unseren Alltag. Wir stellen euch Situationen vor und geben am Ende eine Wortschatzliste mit Erklärungen auf Deutsch. Ich bin Gisela, Deutschlehrerin und Buchautorin, und jetzt geht es los. Kaffee. Wir möchten bitte bezahlen. Zusammen oder getrennt? Getrennt bitte. Ich bezahle eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. Das macht 5,20. 6 Euro, stimmt so. Danke. Ich hatte einen Tee und ein belegtes Brötchen. Das macht 6,80. 8 Euro. Dankeschön, noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Im Supermarkt. Bezahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte bitte. Stecken Sie die EC-Karte bitte hier in das Gerät. Warten Sie einen Moment. Jetzt geben Sie Ihre PIN ein. Entnehmen Sie die Karte. Auf Wiedersehen. Danke für Ihren Einkauf. Der Fahrkartenautomat. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Was möchten Sie denn machen? Ich brauche eine Fahrkarte nach Mainz. Einfach oder hin und zurück? Einfach. Drücken Sie hier auf das Feld Einfache Fahrt und auf Erwachsene. Hier sehen Sie den Betrag. Die Fahrkarte kostet 12,80. Ich habe das nicht passend. Ich habe 20 Euro. Stecken Sie den Schein hier hinein. Die Fahrkarte und das Wechselgeld kommt dort heraus. Vielen Dank. Bitte, gute Fahrt. Überweisung am Automaten. Ich möchte am Automaten Geld überweisen. Was muss ich machen? Zuerst stecken Sie Ihre EC-Karte hier hinein. Dann tippen Sie auf Überweisung. Im Überweisungsformular müssen Sie nun den Namen des Empfängers eingeben. Hier tragen Sie die IBAN ein. Sie besteht aus DE für Deutschland und 20 Ziffern. Dann kommt der Betrag, also wie viel Geld möchten Sie überweisen? 200 Euro. Gut, hier schreiben Sie das hinein. Unten muss der Verwendungszweck angegeben werden. Ist es eine Rechnung? Ja. Dann brauchen Sie die Rechnungsnummer. Und dann sind Sie schon fertig. Nur noch bestätigen, dass alles richtig ist. Danke, tschüss. Die Online-Bestellung. Ich habe einen schönen Rucksack im Internet gefunden. Kannst du mir bei der Bestellung helfen? Ja klar, zeig mal. Ja, der ist sehr schön und günstig. Hier ist er schon im Warenkorb und hier steht jetzt bestellen. Darauf musst du klicken und dann auf Jetzt kaufen und zur Kasse. Du kannst wählen, wie du bezahlen möchtest, auf Rechnung, per Vorkasse oder mit einer Kreditkarte. Ich möchte auf Rechnung bezahlen. Gut, dann gib noch deine Adresse ein und hier siehst du, wann der Rucksack wahrscheinlich geliefert wird. Super, danke. Sonderangebote. Schau mal hier eine Rabattaktion. Wenn du eine neue Hose kaufst, bekommst du für die alte Hose 10 Euro. Das finde ich gut. Da gehen wir mal rein. Und hier sehe ich, wenn du drei Pullover kaufst, gibt es einen davon gratis. Was bedeutet das gratis? Gratis, umsonst, kostenlos. Du musst für einen Pulli nichts bezahlen. Prima, das überlege ich mir. Brauche ich wirklich drei Pullis oder hängen sie dann nur im Schrank?
Wir können ja noch einmal herkommen. Die Aktionen laufen noch die ganze Woche. Ja, stimmt. Wie versprochen, gehen wir jetzt noch den Wortschatz durch. Im Café. Die Bedienung fragt: Zusammen oder getrennt? Möchten Sie zusammen bezahlen, das heißt eine Person bezahlt für alle, oder getrennt bezahlen, jeder bezahlt für sich einzeln? In Deutschland kommt das häufiger vor als in manchen anderen Ländern, dass jeder alleine für sich bezahlt. Am Ende gibt man Geld und man sagt, stimmt so. Da wird der Betrag aufgerundet, man gibt ungefähr 10% des Kaufpreises oder was man möchte. Der Betrag ist so richtig, ich brauche kein Geld zurück. Im Supermarkt. Ich kann bar bezahlen, das heißt mit Bargeld, mit Münzen, mit Scheinen, mit realem, wirklichem Geld. Oder ich kann mit der Karte bezahlen, mit der EC-Karte. Bargeldlos. Das Geld wird in ein Gerät gesteckt und das Geld wird automatisch von deinem Konto abgebucht. Die EC-Karte, das heißt Electronic Cash. Manchmal muss ich noch meine PIN eingeben, Personal Identification Number, damit klar ist, dass nicht jemand meine Karte gefunden hat und damit einkauft. Der Fahrkartenautomat. Ich möchte von A nach B. Das ist eine einfache Fahrt. Von A nach B und ihr am Abend wieder zurück nach A. Das ist hin und zurück. Ein Weg oder hin und zurück. Ich habe es passend. Das bedeutet, ich habe genau das Geld, das die Fahrkarte kostet, und die kann ich in den Automaten werfen. Habe ich es aber nicht passend, dann bekomme ich Wechselgeld zurück. Die Überweisung. Geld überweisen. Ich schicke Geld zu einer anderen Person oder Firma durch die Bank. Es wird von meinem Konto abgezogen und zu einem anderen Konto geschickt. Der Empfänger, das ist die Person, die das Geld bekommt. Die IBAN ist eine sehr lange Nummer, beginnt mit der Abkürzung für das Land, für Deutschland.de und dann noch 20 Zahlen. Der Verwendungszweck, da muss ich schreiben, warum schicke ich das Geld. Ist es eine Rechnung, dann schreibe ich die Rechnungsnummer. Oder ist es privat, wenn ich privat jemandem Geld schicke, muss ich gar nichts schreiben. Oder ich schreibe bekannt, der Empfänger weiß, warum ich das Geld schicke. Die Online-Bestellung, der Warenkorb, manchmal auch Einkaufswagen genannt, so wie im Supermarkt in den Einkaufswagen, kann man im Internet Waren an einem Platz sammeln, bevor man sich entscheidet, möchte ich das kaufen oder nicht. Die Rechnung. Ich habe etwas gekauft, die Firma schickt mir eine Rechnung, diese muss ich bezahlen. Die Vorkasse, das ist wichtig. Vorkasse, das ist ein bisschen gefährlich. Ich muss zuerst Geld überweisen,
Und dann bekomme ich die Ware. Da muss ich sicher sein, dass diese Firma eine gute Firma ist, eine bekannte Firma und dass ich auch wirklich die Ware bekomme. Sonderangebote, Rabatt. Rabatt bedeutet, etwas ist billiger. 10% Rabatt, 20%, 50%. Waren sind billiger als normal. Und am allerschönsten ist natürlich gratis, umsonst, kostenlos. Ich muss nichts bezahlen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.